Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werden wir uns den Adventskalender Experimentieren und Entdecken von Francis Young Explorer zusammen anschauen. Und zwar ist es ein Adventskalender rund um das Thema Physik. Und wie man hier schon sehen kann, gibt es hier so ein paar Zeichnungen, die das auch so ein bisschen erklären. Es gibt was zum Themenfeld Magnetismus, Akustik, Elektronik, Mechanik und Optik. Der Adventskalender kommt hier mit so einem kleinen Heftchen, was hinten drin steckt. Und zwar werden hier die einzelnen Türchen einfach nochmal erklärt, also wie der Versuch aufgebaut ist. Und zwar ist es nämlich ein Adventskalender, der so funktioniert, dass man immer ein Türchen macht und das immer Versuche sind, die aufeinander aufbauen. Das heißt also, wenn man einen Gegenstand im ersten Türchen hat, dann kann man den fürs zweite, dritte, vierte benutzen. Und bei Ende hat man sozusagen ein Gesamtexperiment und erfährt halt immer viele Dinge zu der Physik, wie alles funktioniert, zum Beispiel hier Abbildung mit Linsen und dann gibt es hier immer diese Erklärung. Also auf jeden Fall schon mal sehr nett gemacht und hier werden dann die Versuche mal erklärt. Es gibt immer so ein bis zwei Versuche, die man mit den Gegenständen machen kann und wir wollen uns das Ganze mal gemeinsam anschauen. So, fangen wir mal an mit dem ersten Türchen und schauen da einfach mal gemeinsam rein. So. Kommt hier auch nochmal eingepackt. Hier, das ist hier so ein Pocket-Spiegel. Also eine Lupe scheint das zu sein. So sieht das Ganze aus. Kommt hier noch mit so einer kleinen Schutzhülle. Die kann man dann hier so links rausziehen. Wie man hier schon sieht. So, ich kann euch auch mal das so näher zeigen. Haben wir hier eine Lupe. So, sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall schon mal sehr cool. Jetzt könnten wir mal gemeinsam schauen, was hier in diesem Heftchen steht. Und zwar steht hier erstmal, ihr öffnet das erste Türchen, kleine Dinge ganz groß. Hier steht zum Beispiel beim Versuch 2, schaue dir ein gedrucktes, farbiges Bild in diesem Kalender oder aus einer Zeitung durch die Lupe ganz genau an. Kannst du erkennen, dass es aus einzelnen Farbpunkten zusammengesetzt ist? Es werden nur wenige Farben verwendet. Erst aus der Entfernung siehst du alle Farben und ein richtiges Bild. Und dann kann man hier halt dieses Beispielbild sehen. Und hier wird dann nochmal ganz genau erklärt, wie funktioniert eigentlich eine Lupe. Also hier haben wir nochmal so ein paar Skizzen und hier steht auch nochmal Achtung, Augenschutz. Und das finde ich sehr cool gemacht. Also wir haben hier eine richtige Erklärung, wie funktioniert das Ganze. Und gerade für Schüler ist das, glaube ich, eine coole Sache, irgendwie Sachen aus dem Unterricht vielleicht auch nochmal zu festigen und auch nochmal Physik anders einfach kennenzulernen. So, dann schauen wir doch mal, was vielleicht noch in den anderen Türchen ist. Hier haben wir, können wir noch mal uns die zwei zusammen anschauen. So, was haben wir hier drin? Hier drin haben wir ein paar Stifte. Schauen wir noch mal in dem Heft, was da drin steht. Farben mischen. Ja, hinter dem zweiten Türchen findest du vier Aquarellstifte. Das sind diese hier. Einmal in Gelb, so einem Rot-Rosa-Ton, einem Blau und einem Schwarz. Und dann steht hier Versuch 1. Zeichne dünne rote und grüne Linien eng aneinander, nebeneinander. Aus großer Entfernung siehst du eine Mischfarbe, orange oder braun. Das ist ähnlich wie bei gedruckten Bildern, weil wir kleine Punkte oder Linien nicht erkennen können, sehen wir eine farbige Fläche. So sieht das Ganze aus. Die haben das hier schon mal so ein bisschen illustriert. Und wieder hier die Erklärung dazu und das finde ich wirklich sehr cool. Also ne, man soll dann einfach hier, was stand da, dünne grüne, hoppala, zeichne dünne rote und grüne Linien eng beieinander. Das ist ja lustig. Wir haben ja gar kein Grün hier drin. Oder sehe ich das falsch? Nee, wir haben, die sehen auch alle echt so aus. Grün haben wir jetzt hier auf jeden Fall nicht drin, obwohl jetzt da die Sprache von Grün wäre. Aber naja, der Versuch wird wahrscheinlich trotzdem ähnlich funktionieren, auch mit den anderen Sachen. So sieht das Ganze aus. Dann können wir vielleicht noch mal ein paar andere Türchen öffnen. Ich einfach mal hier die 17, schauen, was da drin ist. Hier haben wir einen Kompass drin, das ist natürlich auch ziemlich cool, so ein ganz kleiner, so ein Taschenkompass. Gucken wir mal, was bei der 17 steht. Und zwar sind das die Kompassversuche. Genau, hier steht einfach mal zum Beispiel Versuch 2. Halte einmal
deine Schrauben oder eine Metallstange nahe an den Kompass. Er wird deutlich beeinflusst. Meistens erkennbar, dass N, also der Nordpol, und S, der Südpol, gleich stark zu den Stangen hingezogen werden. Hier spricht man natürlich nicht vom geografischen Nord- oder Südpol. So sieht das Ganze hier aus. Genau. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und wie man jetzt vielleicht schon sehen kann, hat man dann hier zum Beispiel einen Getriebemotor in der 16 gehabt und das baut dann aufeinander auf. Also man kann das dann verwenden sozusagen für den nächsten Versuch. Und wenn wir mal hier einfach mal uns die 24 vielleicht anschauen, sehen wir dann schon in diesem Heftchen, das sind alles Sachen, die vorher drin waren zum Beispiel. Und die werden dann in einem großen Versuch, also die Weihnachtsbeleuchtung, was ja irgendwie auch ganz passend ist, und ein ganz cooler Punkt irgendwie, dass man an Weihnachten sozusagen ein Konstrukt hat, was man vielleicht dann auch nochmal der Familie zeigen kann und sagen kann, hey, schaut mal, was ich hier gebaut habe. Genau, vielleicht schauen wir uns nochmal ein Türchen zusammen an. Nehmen wir jetzt einfach vielleicht mal die drei hier unten. Das ist ein schön großes Türchen. Okay, und zwar haben wir hier einmal eine Batterie, wo man die reintun kann. Und hier so eine kleine Leuchtelektrode. Genau, die wird man wahrscheinlich einfach hier einsetzen können. Und dann, wenn man die hier reintut, werden die wahrscheinlich leuchten. Batterien muss man sich allerdings separat dazu besorgen. Die sind leider nicht in dem Adventskalender enthalten. Kann man vielleicht nochmal beim Verschenken einfach dran denken. Dann macht das nochmal ein bisschen mehr Freude. Genau, da habe ich hier die drei. Genau, eine LED-Lampe. Und wie man hier sieht, hier ist das Ganze eingebaut und dann haben wir die hier angeschlossen und dann wird hier zum Beispiel ist das Thema der Stromkreis. Und dann werden hier einfach nochmal erklärt, wie baut sich überhaupt hier ein Stromkreis auf, ne? Mit Widerstand, LED, dann hier die Batterie, die wir dann da liegen haben. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich werde euch gleich nochmal alle Sachen aus dem Adventskalender auspacken und einfach nochmal einen generellen Überblick zeigen, was da jetzt alles genau drin ist. Aber so hattet ihr jetzt schon mal einen Einblick, was für Gegenstände es in diesem Adventskalender gibt. So sehen die ganzen Sachen aus dem Adventskalender aus. Ich habe euch das jetzt einmal so ein bisschen hier präsentiert und aufgebaut. Wie man hier sieht, ist das einmal dieser kleine Weihnachtsbaum mit diesen drei Leuchtelektroden hier einmal in Grün, Rot und Blau. Und hier unten hat man noch einmal einen Gelb und Hell. Hier hat man noch mehrere Schalter, die man dann auch verwenden kann. Und hier zum Beispiel der Kompass, den wir ausgepackt haben. Hier so ein bisschen Kabel, so ein kleiner Schraubenzieher. Dann hier so ein kleiner Motor, wo man was mitbauen kann. Knete oder auch hier nochmal die Aquarellstifte und die Lupe. Das war jetzt der Adventskalender und wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß damit.